renne jetzt einfach schnurstracks auf irgendwelche. Obwohl, wenn du mal grob dich mal hier umguckst, dann erkennst du den ja eigentlich. Gibt ja nicht viele Bäume, die so verdächtig aussehen. Du Scheißvieh, ich krieg dich. Ich hab eine Idee. Lauf mir noch mal ins Kruzifix. Fix ins Kruzifix. Fix, fix, fix ins Kruzifix. Sorry, Leute. Ah, Mann. Welche Lisa hast du dafür? Für das Lied. Ja. Ach. Rotzendreck, ey. Weißt du, dann denkst du, du bist erfolgreich mit deiner Jagd. Und dann hast du das wieder. Red Zombie. Ach ja, genau. Das können wir ja auch nochmal mitnehmen. Oh. Ja, Akif kann keine Treppen hochgehen. Okay, dann nehmen wir die Dietrich einfach mit auf. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Alles klar. Einige Bäume finde ich schon verdächtig, ne? Für ihr, ne? Der wird safe da sein, wo die Zombies sind. Wo ist der? Finde ich ein bisschen unfair, dass die Viecher nicht zu töten sind. Weißt du? Hau doch mal ab. Ach, du stehst hier oben. Noch besser. Muss ich mich ja nicht mit Red Zombie abgeben. Hallo. Baumbart. Alter, ey. Ho. Digga. Was ist da los?
Ein bisschen Schaden haben wir ihm ja gemacht, ne? Wir sollten das bisschen Schaden eigentlich mitnehmen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da hinten, ne? Ja, wir sollten nach Dingens, nach Belleville mal eben kurz. Das bisschen Schaden, was wir denn gemacht haben, sollten wir mitnehmen. Dass wir auch für die nächste Aufnahmesession gewappnet sind. Das sind jetzt noch ungefähr 10 Minuten, die ich jetzt noch aufnehme. Da sollten wir vielleicht mal eben kurz das bisschen Schaden, was wir denn gemacht haben, sollten wir vielleicht mitnehmen. Wie ich mein Glück aber per se kenne, haben wir den gleich hier an der Backen. Ich weiß doch, wie mein Glück gestrickt ist, Leute. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Nicht so viele Münzen, wie ich gerne hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da hätte ich schon ein bisschen mehr. Ja, ich werde jetzt erstmal meine Energie aufladen, werde dann speichern und werde das erstmal, Problem ist, die Hexe. Ich versuche schon ganz verkrampft beim Baum zu bleiben, aber das Ding ist einfach, die Alte. Die wird kommen und ihn beschützen. Das ist das, was ich der jungen Dame da unterstelle, die so, ne, die so enthusiastisch schreit. Die da so enthusiastisch am Rumschreien ist. Ja. Aber trotzdem, in dieser Aufnahmesession haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Action jetzt als bisher in den Folgen, ne? War auch eine ganz gute Entwicklung für das Spiel. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, das Spiel ist echt gut. Problem ist nur, das mit dem Werwolf ist echt langatmig. Wenn du es mir anguckst, nach 14, 15 Folgen haben wir das Biest erst. Ich weiß nicht, wie das mit dem Baum aussieht. Ne, da können wir ruhig mal Tacheles reden. Ich weiß nicht, wie das mit dem Baum ist. Vergiss nicht, dein Geld auszugeben. Ich würde das nie vergessen, mein Geld auszugeben. Also wirklich, ich kann euch echt nur sagen, so wie es ist. Ich weiß nicht, wie es mit dem Werwolf ist. Mal gucken, ja. Ich sehe schon, das Let's Play wird 100 Folgen lang. So, dann haben wir uns da ja schon mal minimal ein bisschen geheilt. Dann gehen wir nochmal eben zum Onkel Doktor. Zack. Thanks. Kaufen können wir uns nichts. Können wir hinten beim Dingens noch ein paar Kugeln nehmen. Allerdings muss ich sagen, ja, okay, wir können jetzt nicht sehen, wie viele... Doch, können wir sehen, wie viele Kugeln wir haben, ne? Mana Kruzifixe, ne? Kruzifixe wäre eine tolle Sache. Aber... Ich glaube nicht... Oh... dass das unser Problem sein sollte. Weil die Kruzifixe machen im Vergleich... Ich glaube, es ist effektiver, wenn wir da stehen und ihn ein paar Mal anschießen. Sage ich euch so, wie es ist. Das Wort gebrauche ich in letzter Zeit sehr oft. Ja, und die Sache ist, wir haben ja über ein paar Details geredet, dass die Hexe jetzt hier weg ist. Wer ist... Erstens, wer ist in diesen Wagen gekommen? Und zweitens, wer lässt sein Geld hier liegen? Wer ist da in diesen Wagen gekommen? Die Kutsche stand hier nämlich vorher nicht. Wer ist da angekommen? Ich bin mal gespannt. Das sind nur so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die sich da verändert haben. Ich frage mich, was sich hier noch verändern wird. Ob wir hier reinkommen... Beim letzten Mal gab es noch einer, der zurückgeklopft hat. Oder eine, die zurückgeklopft hat. Das ist das... Hier ist ein... Das ist das... Hey, yo. Na? Mäuschen? Ja, hier
könnte man auch noch rein, dass hier muss man reinkommen. Ich habe auch gehört, ja, halt, dass man sich hier halt auch rein teleportieren kann mit dieser zweiten Chance halt. Oder wenn man halt den Trank halt nehmen würde, ne? Hier gibt's auch nichts. Ich will aber nur mal kurz ins Haus gehen, gucken, ob sich mal ein paar Details hier verändert haben. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Maus. Das Kruzifix ist ja schon vor langer Zeit abgefallen. Sehr schönes Bild. Sehr, sehr, sehr schönes Bild. Das ist kaputt gegangen. Ich frage mich gerade, ob das schon vorher kaputt war. Oder ob das eins der... ja. Hier sind definitiv ein paar Sachen anders. Das ist auf jeden Fall alles anders. Die Sachen waren hier nicht auf dem Tisch. Das weiß ich safe. Und dieser Stuhl hier in der Mitte. Alter, das riecht so nach Exorzismus. Ja, der Bürgermeister hat die Ruhe weg. Der wohnt genau neben diesem Spukhaus. Also, ich würde da mein Domizil nicht beziehen. So, haben sie hier mal ein paar Details verändert. Hey, Mieze, na? Und die tote Spinne ist immer noch. Aber hey, Mieze. Eine Black Hat. Wer hätte das gedacht? Und den Tresor hatten wir ja offen. Ein Kessel. Und ihr könnt mir erzählen, was ist, Leute, aber das Kruzifix ist eine Tarnung. Never wird die Hexe hier unter einem Kruzifix pennen. Wahrscheinlich ist die neben ihrem Wahrscheinlich ist die nie in ihrem Haus, deswegen. Ja, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Natürlich, nichts lieber als das. Halt! Ich hab dich gesehen, Mister. Alter, ich hab doch jetzt nicht ernsthaft den Baum verloren. Wir haben ihn doch gesehen da hinten. Ja, ist klar. Kiefer hat den Baum verloren. Das ist nicht wahr. Wir haben jetzt allen Ernstes den Baum verloren, ne? Alter! Immer fällt ich hier an der Scheiße. Was ist das nächste Vieh? Was denn? Die Bäume sehen alle so komisch aus. Die könnten alle lebendig werden. Boah, dieser Gedanke, ne? Boah. Ich sag nur Gänsehaut, die ich gerade verspüre. Nee, der ist hier nicht. Der ist hier nicht. Oder doch? Das sieht ja alles so gleich aus, das ist das Problem. Hier könnte alles ein Opferbaum sein. Das ist ja das Ding, das könnte hier alles ein Opferbaum sein. Ah.
Oha. Bewegst du dich wieder, Äpfelschätzchen? Ach, warum? Das ist halt die Frage. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt gerade ein bisschen überziehe, aber den Versuch will ich noch wagen. Problem ist einfach, wo ist der? Ist wie mit dem Werwolf. Weißt du, so ein Baum, den dürftest du eigentlich nicht übersehen, aber wie wir gerade gesehen haben, den kannst du auch verlieren. Weil du weißt ja jetzt nicht, bewegt er sich jetzt oder steht er einfach nur rum? Das weißt du ja nicht. Weißt du, du siehst mir verdächtig nach einem Opferbaum aus. Wenn ich ein Baum wäre... Moment. In your face! Oha. Jetzt auf einmal so. Baum. Mach nicht den Move hier. Ah, fuck, die Hexe. Ah, ein bisschen dem haben wir den abziehen können. Ah, toll. Dieses Gift, weißt du? Wo sind wir hin deswegs? Wir haben den guten Schaden gemacht. Wir gehen jetzt nach Belleville und speichern nochmal da. Halte ich für eine gute Idee. Wir haben den minimal ein bisschen Schaden gemacht. Ich denke mal, die nächsten Folge müssen wir das einfach so weitermachen. Wir wissen ja, wo wir Munition ja ein bisschen liegen haben. Wenn wir das jetzt mal beachten, dass wir beim Bürgermeister einfach einen Arsch von Munition liegen haben, dann glaube ich, werden wir den Baum da gut bearbeiten können. Zwischendurch kann der Dude mir ja auch mal ins Kruzifix laufen, ne? So wie jetzt gerade. Schön, dass wir es jetzt auch gespeichert haben. Dann würde ich sagen, haben wir dem Baum aber auch jetzt wirklich eine Menge Schaden abgezogen. Das ist nice. Damit bin ich, also mit der Aufnahmesession heute bin ich echt zufrieden. Genau.
Und an der Stelle werde ich jetzt mal kurz die Endcard machen. Ich werde mich mal kurz beim Onkel Doktor heilen. Die Endcard, genau. Aber kurz. So. Einmal eben kurz auffrischen. Thanks. So. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns wieder um diesen Opferbaum. Ja, genau. Wir haben jetzt echt eine Menge geschafft. Wir haben den Werwolf getötet. Wir haben den Opferbaum kennengelernt, aber haben ihn auch eine Menge Schaden abgezogen. Finde ich echt nice. Ich werde jetzt so gesehen aufhören. Werde das jetzt, werde die Folgen schneiden, rendern. Dass dann die erste Folge dann auch dann wieder hochgeladen wird. Oder dass die nächste Folge dann hochgeladen werden kann. Und an der Stelle werde ich dann die Arbeit, die dem Zukunftsarchiv überlassen. Der darf sich dann damit in der nächsten Aufnahmesession dann befassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und nochmal vielen Dank, dass ihr das Let's Play so supportet. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und grüßt den Zukunftsarchiv von mir. Bis deine Antenne und ciao mit Au.